Gebiet. Hehe. Gut, da ist einer runtergefallen. Ja. Ich bin jetzt knieabfällig äußern, aber. Ach, da oben nochmal durchgefallen. Oh Mann, ey, der schöne Kaktus. Ja, ich könnte gleich wieder anfangen von vorne. Hehe. Pixeluhr. Aber man hätte die Tür auch einfach aufmachen können. Das wäre einfach gewesen, wie ich über den Tresen gegangen. Weiter. Hier auch nicht. Jetzt hier hin. Gut. Gut, also hier lang. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Vorlesung. Heute möchten wir etwas über die Effekte bei Beamern berichten. Wie Sie sehen, kommt nur ein Input-Feed-Fail und danach ein paar Fehler. Außerdem ist das Bild falsch kalibriert. Das möchte ich doch gleich mal ändern. Außerdem gibt es ein Softwareproblem und ein Audioproblem. So, damit möchte ich meine Rede abschließen. Okay, weiter. Ab kurz Zombie. Voll die Pixel. Freu. So, F5 hat man. RPL Maschinenpistole. Wir liefen da gerade lang. Oh, ich wette, da ist zu. Genau. Warum flüchtet einer vor uns? Nur weil wir mit Waffe rumlaufen, können wir auch einpacken. Einfach anklopfen. Eigentlich ganz nett. Wir haben hier eine Tastatur, aber keinen Beamer. Ja, doch, Raumaufteilung lässt sich streiten. Bekanntlich streiten. Ist auch zu. HT-Waschbecken. Blutfleck an Scheiben. Scheint ja ganz normal abzulaufen. Ja, vielleicht bis auf das, dass es hier ein bisschen kaputt ist. Das dann wäre aber so. Hacker. Da ist ein Hinweis auf etwas namens Icarus. Das war wohl ein Bioengineering-Programm, das 1973 gestartet wurde. Hat was mit Gesundheit in Zusammenhang mit Mikrokavitation zu tun. Muskelschwund, Knochendichte, all sowas. Also, irgendwie wollten die was raus. Diese Bilder hier. Ich kann es nicht mehr sehen. Ihr seid eher eine Waffe, ihr. Kannst du nicht mal gefälligst woanders hinlegen? Ich möchte gerne meine Konferenz halten. Du bist gefeuert. Von? Was steht da dran? ATC. Wir sind noch bei Armacam. Ach, ATC kurz. Armacam Technology Corporation. Detailgenau ist das Spiel, ja. Detailgetreu, meinte ich.
Bild. Hatten Flachbildschirme. Siehst du keiner mehr hier? Mobile. Ich hätte vielleicht nicht die 200x400p Auflösung gewählt, sondern doch etwas höher. Den Bildschirm können wir mal stehen lassen. Hier geht's also. Ah! Was war das dahinter? Dass er rausgekommen ist, ist ja normal. Oh, andere für uns. Wo sind die denn alle? Ich kann keinen erreichen. Ich muss mit Brad über seinen Entwurf reden, aber er beantwortet meine Anrufe nicht. Es ist wichtig, dass er sich schnellstens bei mir meldet, okay? Danke. Ende der Nachrichten. Gut. Jetzt weiter. Ja, jetzt zieht wohl einer um. Gar nicht. Checkpoint wird geschlossen. Hier geht's nicht weiter. So, ruhig meine Notfalle. Ja. Weiß ich, wo sind wir mal kaputt? Komisch. Alter. Okay, ich glaube, wir laden noch mal neu. Muss man bloß noch eine Idee einfallen lassen. Ah. Alter, könnte doch mal nett sein. Jetzt habe ich davon gerade keinen gefallen, dass sie so sportlich sind. Die ziehen einem ein. Also ich glaube, hier muss ich ein Stück schneiden. Das kann ja noch ewig dauern. Können wir es keiner von oben kommen? Da hinten erwartet uns ein Anruf, sehe ich gerade.
Ich weiß nicht, wer die gezüchtet hat, diese Tiere. Aber scheinbar war das Arbecam. Irgendwie ist auch keiner mehr da. Können Sie jetzt nur noch um Stunden handeln? Ich hoffe mal, das waren alle. Nein, waren es nicht. Schade. Jetzt ja. Endlich Problem beseitigt. Ich hoffe mal, das waren alle. Sie haben 3 neue Nachrichten. Gut. Erste Nachricht von Chuck Habiger. Chuck Habiger hier. Wo ist denn noch das? Ich habe die Werte analysiert und empfehle, Perseus zu stoppen, bis wir wissen, was die Synchronisation verursacht. Die Muster sind identisch mit dem letzten Mal, aber die Konsequenzen wären eindeutig wesentlich schlimmer. Nächste Nachricht von Chuck Habiger. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Sie vergessen vielleicht, dass Vettel noch ein Kind war, als dies das erste Mal passierte. Und als Folge des Schlamassels musste Origin endgültig beendet werden. Diesmal sprechen wir von einem ausgebildeten Militärbefehlshaber mit telepathischer Verbindung zu hunderten blind gehorchenden Soldaten. Falls Sie sich Sorgen um den Zeitplan machen, dann stellen Sie sich mal vor, was passieren würde, wenn es zu einer ausgewachsenen Revolte käme. Nächste Nachricht von Marshall Dissler. Hi, Marshall hier. Ich habe eben mit Chuck Habiger telefoniert. Seine Aussagen beunruhigen mich. Wie er Ihnen sagte, will er das Programm vorübergehend stoppen. Ich muss ihm zustimmen. Wenn nur die geringste Chance eines weiteren Synchronizitätsereignisses besteht, müssen wir das ernst nehmen. Ich gehe persönlich zur Perseus-Anlage und mache mir ein Bild. Rufen Sie mich auf dem Handy zurück, damit wir das klären können. Ende der Nachrichten. Wer? Hier taucht doch bloß noch einmal so ein Vieh auf. Polizei in der ganzen Innenstadt schon. Informationen zur Art der Geschehnisse vor. Terrorismus sei jedoch nicht auszuschließen, so ein Sprecher. Schalten um zu Diego Rodriguez live vor Ort. Danke, Phil. Wie wir erfahren haben, kam es heute kurz vor 17 Uhr zu einer Schießerei im Hauptquartier der Armacom Technology Corporation, die für das Verteidigungsministerium arbeitet. Was dann geschah, ist noch unklar. Hubschrauber der US-Armee näherten sich dem Gebäude. Seither liegen keine neuen Meldungen vor. Polizeisprecher bitten die Bevölkerung, in den Häusern zu bleiben, schließen aber eine Ausweitung der Krise über das Sperrgebiet hinaus aus. Zurück zu Ihnen, Phil. Das war Diego Rodriguez live vom Sperrgebiet in der Innenstadt. Unmittelbar vor dem heutigen Zwischenfall bei Armacom wurde einer der Vizepräsidenten heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit entführt. Spekulationen über einen Zusammenhang wollte die Polizei nicht anstellen. So, und damit würde ich dann auch die